Heute mit Demonstration. 2000 Menschen fordern in Hannover die Evakuierung Gefährdeter aus Afghanistan. Fruchtiges Frühstück. Hannovers Zoo feiert den Tag der Wassermelone. Guten Abend. Ich begrüße Sie zur Wochenendausgabe von 0511, Ihrem täglichen Magazin aus Hannover. Nach der Machtübernahme der Taliban fürchten Tausende sogenannter Ortskräfte in Afghanistan um ihr Leben. Sie wollen das Land verlassen, doch ihre Rettung verzögert sich. In Hannovers Innenstadt haben jetzt 2000 Menschen demonstriert. Sie forderten die sofortige Evakuierung der Ortskräfte. Der Protestzug zog vom Ernst-August-Platz zum Küchengarten. Jendrik Thiele berichtet. Eine Mischung aus Verzweiflung und Hoffnung lag in der Luft. Einige halten aufmunternde Reden, viele aber haben Angst um ihre Freunde und Familien in Afghanistan. Die Entscheidungen der deutschen Regierung können nicht nachvollzogen oder entschuldigt werden. Bereits auf dem Ernst-August-Platz versammelten sich fast 2000 Personen, um ihre Solidarität mit den Menschen in Afghanistan zu zeigen. Angemeldet wurde die Demonstration vom Bündnis Seebrücke. Diese fordert eine sofortige Evakuierung aller Ortskräfte in Kabul. Teil davon ist Sascha Schießel, der die Forderung an die Bundesregierung zusammenfasst. Also es geht um sichere Fluchtwege für die Menschen, die da in höchster Not sind in Afghanistan, so schnell wie möglich die Menschen zu evakuieren, diese Luftbrücke aufrechtzuerhalten und sie auszubauen, solange es geht. Und dann im nächsten Schritt auch diese Bürokratie abzubauen und zu sagen, nein, wir gucken jetzt nicht auf irgendwelche Listen, sondern gucken da, dass die Menschen, die in Not sind, Ortskräfte, Zivilgesellschaft, Menschenrechtlerinnen, dass die rausgeholt werden aus Kabul. Angesprochen werden auch politische Konsequenzen in Deutschland. Und das muss natürlich Konsequenzen haben. Da muss man gucken, warum hat es so lange gedauert, die Evakuierung anzuschieben? Warum wurden nicht alle Ortskräfte rechtzeitig, als man noch die Zeit hatte, evakuiert? Das sind tatsächlich Fragen, die sich im nächsten Schritt stellen, natürlich. Die Angst vor den Taliban ist auch unter den Demonstranten in Hannover groß. Ein Geflüchteter berichtet uns über die Lage seiner Familie in seiner Heimat Afghanistan. Momentan habe ich Sorge wegen meiner Mutter und meiner Schwester. Die sind alleine in Afghanistan in einem gefährlichen Lager. Gestern, als ich mit meiner Mutter gesprochen habe, sie hat gesagt, die Taliban in unserer Wohnung eingebrochen und fragt nach ich. Und wenn meine Mutter hat gesagt, dass ich weiß es nicht, wo ist ihr, dann die geschlagen meine Mutter und ja. Und seit gestern konnte ich nicht schlafen, weil immer ich gucke mein Handy und ich gucke, was bekomme ich eine schlechte Nachricht von meiner Mutter. Wenn sie spricht mit mir, sagt, ich bin alter Frau, falls morgen bin ich nicht da, was passiert mit meiner Schwester? Seit 5 Jahren wohnt er nun schon in Deutschland. Doch die Sorgen um seine Mutter und seine Schwester werden immer größer. Ich durfte nicht meine Mutter nach Deutschland holen. Okay, jetzt bin ich in sicherer Situation, meine Kinder gehen zur Schule und leben läuft normal. Aber immer habe ich Sorge wegen meiner Mutter und meiner Schwester. Und ich kann nichts machen. Manchmal denke ich, wie machtlos ich, obwohl ich wollte vor meiner Mutter und meiner Schwester alles machen. Aber ich kann nichts machen. Weiß es nicht, was soll ich machen? Die Demonstration macht deutlich, dass er mit seinen Sorgen nicht alleine ist. Und wir haben jetzt unseren Nachrichtenüberblick für Sie. Mehr biologische Vielfalt in regionalen Agrarlandschaft. Dafür haben die Region Hannover, das Landvolk Hannover und die Stiftung Kulturlandschaft ein gemeinsames Projekt ins Leben gerufen. Seit 2018 ist die geschützte Ackerfläche von 120 auf 210 Hektar Blühstreifen vergrößert worden. Dies komme nicht nur verschiedene Anbaukulturen, sondern gleichermaßen Insekten, Nagetiere und zu Vögeln zugute. Umweltdezernentin Christine Karasch kündigt weitere Maßnahmen zur Biotopvernetzung und zum Schutz der Biodiversität an. 20 Jahre Region Hannover. Dies wird mit der Installation eines Wimmelbilds in der Krippe Uhr gewürdigt. Regionspräsident Hauke Jagau sieht in dem Kunstwerk die Vielfältigkeit der Region abgebildet. Als Poster wird das Wimmelbild in einer Auflage von 30.000 Kopien an die neuen ErstklässlerInnen verteilt. Der ergänzend angebrachte QR-Code leitet Interessierte zu einem besonderen Informationsfilm über die Region weiter.
Bis zum 8. September können Passantinnen sich das Wimmelbild am Krepke ansehen. Ob duales Studium oder Berufsausbildung. Anfang diesen Monats starten 89 Nachwuchskräfte bei der Region Hannover ihre Ausbildung. Dies in 11 verschiedenen Berufsfeldern. Ausbildungsleiterin Heike Moldenhauer wünscht sich besonders eins. Wir wünschen uns, dass die Region Hannover einfach noch bekannter wird, dass sie wissen, wofür es steht, für öffentliche Daseinsvorsorge, also der Dienstleister. Wir sind Dienstleisterin für den Bürger und dass das einfach noch mehr publik wird. Und natürlich letztendlich, was wünschen wir uns für die Auszubildenden, dass sie ihre Prüfung nach 3 Jahren bestehen. Die Kommunalwahl steht vor der Tür und das heißt, dass Wählerinnen und Wähler die Parteien nun wieder auf ihre Positionen abklopfen. Eine dieser Positionen ist immer wieder die Drogenpolitik. Ein Großteil der Parteien verspricht zumindest für weiche Drogen eine Legalisierung. Die CDU jedoch ist strikt dagegen. Warum? Das bespreche ich jetzt mit dem sozialpolitischen Sprecher der CDU-Ratsfraktion, Hannes Hellmann. Herr Hellmann, warum wird es mit der CDU keine Legalisierung von Drogen geben? Also wir sind der Ansicht, dass in einer pluralistischen und vielfältigen Gesellschaft es immer Ausbruchsversuche gegen Konventionen und Regeln geben wird. Das ist ganz normal. Es wird immer suchtanfällige Menschen geben, die sich dem Drogenkonsum hingeben. Und die sind abhängig von verschiedensten Substanzen, psychisch und physisch, meistens ja beides zusammen. Und für uns steht einfach die Gesundheit der Bürger und der Schutz Jugendlicher im Vordergrund. Und wir meinen, dass auch und gerade aus ärztlicher Sicht ein freier Zugang zu Drogen, auch zu Cannabis, zu schlimmen Folgen führen würde. Es ist also unstrittig, dass Drogen zahlreiche negative Wirkungen hervorrufen, Krankheit, körperlichen Verfall, psychische Defekte, soziale Auffälligkeiten bis hin zur Verwahrlosung, um nur einige zu nennen. Und deshalb meinen wir, dass es in unserer Gesellschaft Schutzmechanismen in Form von Verboten geben muss. Jetzt sagten Sie es eben, Drogenkonsum ist nicht ungefährlich. Welches Drogenkonzept verfolgen Sie? Im Moment ja die Rede davon, auf Verwaltungsebene, dass ein Dachkonzept, in dem sich alle Akteure wiederfinden, erstellt werden soll. Das ist eine ganz alte Forderung von uns, weil wir haben dazu auch einen Haushaltsantrag gestellt, der allerdings von der Ratsmehrheit abgelehnt wurde, dass man alle Akteure doch besser miteinander koordiniert. Wir haben manchmal den Eindruck, dass sie zumindest nebeneinander her arbeiten, von gegeneinander wollen wir nicht sprechen. Also wir befürworten das sehr und freuen uns, dass die neue Sozialdezernentin diesen Weg, wenn man das in der Zeitung richtig gelesen hat, ohne dass das Konzept schon auf dem Tisch liegt, das halten wir für einen richtigen Weg und freuen uns darüber. Wir halten natürlich dabei auch eine strategisch-konzeptionelle Koordinierung zwischen Sozialarbeit und Polizei für wichtig. Allerdings, das muss man sicherlich so sehen, erreichen die Sozialarbeiter auf der Straße die Zielgruppe nur, wenn sie nicht im Doppelpack mit der Polizei erscheinen. Insofern muss das an der Stelle sicherlich, kann gut koordiniert und abgestimmt sein, aber es muss eben in der Aktion dann auch separat erfolgen. Wir setzen übrigens in dem Zusammenhang, da könnte ich Interessenten mal bei Google klug machen, sehr oft das Züricher Modell. Dort gibt es eine aus 4 Säulen bestehende progressive Drogenpolitik, Prävention, Repression, Regulierung und Schadensminderung und Therapie. Und im Laufe von 25 Jahren ist man dort des Drogenproblems so Herr geworden, dass den Abhängigen geholfen wird, aber auch der Stadtgesellschaft und deren Bedürfnissen Rechnung getragen wird. Wie sieht es denn jetzt im Moment aus? Also Drogen sind ja nach wie vor illegal. Werden denn Drogenkranke durch diese Kriminalisierung, die dadurch eintritt, nicht davon abgehalten, Hilfe anzunehmen? Also ich glaube das nicht. Zumindest Menschen, die eine etwas größere Drogen- und längere Drogenerfahrung schon haben, die wissen ja, dass die Drogenberatungsstellen verschiedenen ist ja keine Hilfstruppen der Polizei, also da wird ja nicht einer, der um Hilfe sucht, dann eine Stunde später abgeführt, weil der Sozialarbeiter die Polizei verständigt hat. Also diese Gefahr, die sehen wir nicht. Ich habe das ja eben schon gesagt, auch
wenn der Sozialarbeiter nicht mit, den mit der Polizei im Doppelpack erscheint auf der Straße, wird er auch Zugang finden zu denen, die nicht aufsuchend die Hilfe suchen, sondern die eben von der Sozialarbeit angesprochen werden. Mal gesetzt den Fall, Drogen wären legal. Könnte man dann nicht den Markt viel besser kontrollieren als jetzt? Ja gut, wenn sie legal wären, mag das so sein, aber wir sind eben nicht für eine Legalisierung. Die aktuelle Studienlage spricht für den therapeutischen Nutzen der Hanfpflanze. Das ist zweifelsfrei auch heute Stand der Wissenschaft und der Medizin. Dennoch wird Cannabis ja nach wie vor als Droge eingestuft, genau wie der Besitz von Marihuana, nachdem eben eine Straftat dies darstellt. Und es gibt immerhin ein Einheitsabkommen, das 186 Staaten der Welt unterschrieben haben. Und dort wird das genauso gesehen. Es wird als besonders gefährliche und abhängig machende Droge klassifiziert. Insofern rechtfertigt das nach unserer Sicht durchaus nach wie vor ein Verbot. Der sozialpolitische Sprecher der CDU-Ratsfraktion Hannes Hellmann zu neuen Ideen für Hannovers Drogenpolitik. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Sie kennen das ja. Es gibt einen internationalen Tag der Organspende, einen Weltbienentag und es gibt einen Tag der Wassermelone. Im Zoo Hannover ist der offenbar besonders freudig zur Kenntnis genommen worden. Den Zootieren ist zum Frühstück ein Stück Wassermelone serviert worden. Wie die süße Frucht verspeist worden ist, das sehen Sie jetzt. Runde Sache im Zoo Hannover. Damit ist natürlich nicht Flussfärbweibchen Kiboko gemeint, sondern die erfrischende Überraschung des Tages, die Wassermelonenfütterung. Zuerst skeptisch beäugt, beginnen die Flusspferde ihr grün-weiß-rotes Frühstück. Alle, außer Flusspferddame Kimba. Ihr morgendliches Bad hat natürlich Priorität, bevor sie sich langsam an den runden Leckerbissen herantastet. Anlass zur Fütterung der beliebten Sommerfrucht ist der internationale Tag der Wassermelone. Doch ist die Wassermelone überhaupt eine Frucht? Genau genommen nein. Sie gehört zu den Kürbisgewächsen und ist somit eher ein Sommergemüse. Völlig egal ist dies Stachelschweinpärchen Harry und Sally. Vom Tierpfleger geweckt, machen sie es sich auf ihrem Steinpodest gemütlich und schlemmen herzhaft los. Auch Eisbärjungtier Nana und ihre Mutter Milana merken, dass sich in ihrem Gehege etwas getan hat. Verantwortlich dafür ist Tierpfleger Benedikt Knüppe. Zur Feier des Tages gab es für unsere Mädels, wie man sehr schön sehen kann, ein paar Wassermelonen. Das sind nämlich unsere Nana und unsere Milana, die sich hier gerade darüber hermachen. Also Eisbären, man traut sie vielleicht gar nicht zu, als vermuteter Fleischfresser. Aber Eisbären sind Allesfresser. Die lieben natürlich vor allen Dingen Sachen, die süß sind, wie eben halt mal eine Melone, einen Apfel. Das mögen sie sehr gerne und dementsprechend heute auch die Wassermelone. Und sie ist natürlich sehr abwechslungsreich. Also sie ist sehr schön groß, sie ist sehr schön rund. Das ist natürlich auch ein schönes Spielzeug. Man kann sie dann auch im gefrorenen Zustand geben. Dann ist gerade für unsere kleine Nana, die ja nicht mal 2 Jahre alt ist, ein super Spielzeug, mit dem sie hier die wildesten Ballbalancen aufführt. Das ist auch immer ein sehr schönes Bild. Warum der 3. August zum internationalen Tag der Wassermelone ausgekoren wurde, ist nicht genau überliefert. Fest steht aber, dass viel mehr in dem runden Gemüse steckt als 95% Wasser. An die fleischfreie Vorspeise muss sich Eisbärentochter Nana jedoch erstmal gewöhnen. Sie spart sich ihren Appetit für die 2. Mahlzeit des Tages. Also ein bisschen Tierisches musst du dann schon dazu geben. Das heißt, ein bisschen Fisch und ein bisschen Rindfleisch wird es heute noch geben. Völlig zufrieden mit der vegetarischen Kost waren die bunten Bentheimer Schweine. Auch wenn sie die H1-Kamera zunächst interessanter fanden. Auch im Tierreich scheint das Auge mitzuessen. Kunstvoll überrascht wurden die Erdmännchen. Klein genug, um in der köstlich verzierten Melone Platz zu nehmen, starten auch sie mit ihrem Frühstück am Tag der Wassermelone im Zoo Hannover. Und wir haben jetzt noch einen Hinweis. Am Samstag zeigt Hannover, dass es trotz Corona etwas zu bieten hat. In Linden steigt ein mobiles Stadtteilfest. City Flow heißt es. Und Sie hören Live-Musik, die auf einer schwimmenden Bühne in der Ime gespielt wird. Außerdem erkunden Sie den Stadtteil mit dem Lastenrad. Dabei treffen Sie auf Nachbarn aus verschiedensten Kulturen. Das Festival steigt am Samstag zwischen 14 und 22 Uhr. Zwischen
zwischen dem Schwarzen Bären und der Dornröschenbrücke. Das war 0511 am Wochenende. Ihnen noch einen schönen Abend. Machen Sie es gut.